Ja, wir haben April 2022 und ich fliege nach Uganda. Freue mich, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen zum neuen Video. Jetzt bin ich erstmal auf dem Weg zum Flughafen. In 5 Minuten kommt der BER und bringt mich nach Berlin. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Ich bin auf dem BER angekommen, dem Jahrhundertflughafen, kennt man ja, ne? Und ich werde dieses Mal mit Brüssel fliegen, also zuerst von Berlin nach Belgien und von Belgien dann nach Uganda. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Kleiner Tipp für euch, ich habe immer eine von diesen faltbaren Flaschen dabei. Bis zur Sicherheitskontrolle ist da mein Getränk drin, das trinke ich dann aus. Und nach der Sicherheitskontrolle fülle ich wieder Wasser ein. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back in the ganz lustig hier. Hier ist so ein ganz langer Gang. Ich zeige ihn euch mal. Also man kann hier voll durchgehen bis nach hinten. Und ich habe mich schon gewundert, weil hier stand von außen dran Grenze und es war aber immer offen. Und ich habe mich hier hingesetzt und schneide ein YouTube-Video. Und jetzt kam jemand, der hat mich gebeten, hier wieder rauszugehen. Denn ab jetzt, ab 8 Uhr, fliegen hier hinter nur noch die Flüge nach Afrika. Und das ist die Grenze. Ich muss jetzt wieder rausgehen, sozusagen nach Europa, um dann wieder reinzugehen in den Transit. So, ich bin wieder in Europa. Das war das erste Mal, dass ich illegal im Ausland war. Die Grenzen sind jetzt hier geschlossen worden und um 8 Uhr werden die geöffnet. Ich habe hier jetzt gerade ein Video geschnitten und zwar von Lettland. Das lädt jetzt hoch und dann gehe ich durch die Grenze. So, schon bin ich durch die Grenze durch. War ganz einfach, nur Passport zeigen. Und wundert euch nicht, hier muss man keine Maske tragen, aber es ist so kalt hier drinne, dass ich mir die mal vor die Nase mache, dass ich die so friere. Wer hofft, dass er hier Dollar bekommt? Alle Automaten, die ich gefunden habe, waren out of service. So, auf geht's zum Boarding. Gruppe A. Johnny Onka, guten Morgen, so. Danke. Haben Sie eine Visa für NTP? Thank you.
ever go. Wir haben jetzt Zwischenstopp hier in Burundi. Jetzt wird das Flugzeug ein bisschen sauber gemacht und es steigen neue Passagiere ein und dann fliegen wir zurück nach Uganda. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. So, ich bin gelandet. Immigration hat 5 Minuten gedauert und der Gesundheitscheck auch. Jetzt stehe ich hier am Kofferband und warte auf meinen Koffer. Oder besser gesagt, meinen Rucksack. Kontrolliert wurde der PCR-Test und die Gelbfieberimpfung. Ich glaube, jetzt kommt er. Hab schon so eine Runde hier fahren sehen. Hier müsste er sein. Ach du Scheiße, jetzt muss ich erstmal suchen. Ah, da hinten. Ich sitze jetzt im Auto. Wir fahren jetzt 25 Minuten in die Unterkunft. So, Roomtour. Mit Fernseher. Ganz unnötig hier in Afrika. Ist das Bad. Wow. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.